Anja, Frauen und Schuhe, das ist ja so ein eigenes Thema, das kommt ja hier auf der Messe besonders zum Tragen. Ja, das ist natürlich deshalb ein Thema, weil man lange steht, weil man riesen Wege zu bewältigen hat. Und da muss man sich natürlich entscheiden, will man, dass es super aussieht oder will man abends seine Füße noch spüren. Und ich mache es wie die Amerikanerin. Also wer mal in New York war, hat es bestimmt gesehen, schickes Kostüm und dazu die Turnschuhe. Ich habe zwar nicht das schicke Kostüm, aber ich wechsle immer, ich komme in flachen Laufschuhen und wechsle dann im Studio in die Schaufensterschuhe, sage ich immer, weil ja alle uns sehen können. Und das sind dann die schicken Hohen. Und wie viele Paar Schuhe hast du dann hier immer dabei? Ich habe immer ein paar an und ein paar zum Wechseln. Also ein paar Stehschuhe, ein paar Gehschuhe. Die anderen bleiben dann zu Hause. Okay, und so generell die Frage, wie viele Paar Schuhe hast du denn zu Hause? Wie alle Frauen kann ich dazu nur sagen, ich habe sie nie gezählt. Guck mal, da kommt ja Tina, auch so eine Schuhfrau. Ach, hallo Tina, hallo, guten Morgen. Wie schaffst du das denn jetzt auf diesen Schuhen den ganzen Tag hier rumzulaufen? Das ist ein Trick. Ich kenne aber auch, glaube ich, nur Mädchen. Ich habe eine ganze Tasche voller Schuhe. Genau, absolut. Entweder sitzt er hier und gewinnt hier im Digitalradio. Ich habe vom Auto zur IFA Laufschuhe. Können wir Ihnen das auch zuschicken, wenn Sie denn gewinnen? Alles auf digital. Die wechsle ich dann kurz, bevor ich hier bin. Und dann, also ich sitze ja eigentlich die meiste Zeit, aber wenn mir die Schuhe doch zu krass wären, habe ich noch die niedrige Variante dabei. So übersteht man das den ganzen Tag. Wie viele Paar Schuhe hast du dann täglich auf der IFA dabei? Na, mindestens 3. Wie viele Paar Schuhe hast du zu Hause im Schuhschrank? Das kann ich nicht zählen. Keine Ahnung. 50, 100, für jede Gelegenheit. Die wollen sie auch anziehen und nicht zählen. Genau, die müssen ja auch immer farblich abgestimmt sein zum Lippenstift oder so. Genauso wie bei dir heute. Ja, ich sehe auch.